Einen wunderschönen guten Abend zu den Games-Welt News. Mein Name ist Kuro. Heute ist Freitag, der 11. Mai 2019 und wir haben folgende Themen für euch. Und zwar gibt es einen neuen Teaser zum Final Fantasy VII Remake. Der Trailer zu Monster Hunter World Iceborne verrät das Release und zeigt Gameplay. Wir haben endlich die offizielle Ankündigung zu Ghost Recon Breakpoint und eine Dokumentation zu God of War ist auch erschienen. In den letzten Tagen gab es ja immer mal wieder Gerüchte um ein neues Ubisoft-Spiel und dann gab es Gerüchte, dass es Ghost Recon ist und jetzt haben wir Gewissheit, denn Ubisoft hat die Katze aus dem Sack gelassen. Ghost Recon Breakpoint angekündigt, ist sozusagen die Fortsetzung zu Wildlands. Erscheint auch noch in diesem Jahr am 4. Oktober, hat ein etwas futuristischeres Setting, spielt auf der Insel Aurora und Überlebensaspekte stehen im Vordergrund. PvP-Modus ist vom Release direkt mit dabei und John Bernthal, der Punisher, beziehungsweise man kennt ihn ja auch aus The Walking Dead, spielt den Antagonisten. Die zweite Ausgabe von PlayStations State of Play Videoformat wurde jetzt veröffentlicht und hat unter anderem einen neuen Trailer zu Medieval, dem Remake, gezeigt, aber am Ende gab es noch ein Leckerbissen für alle Final Fantasy Fans. Und zwar gab es einen neuen Teaser zu Final Fantasy VII, dem Remake. Es wurde auch ein bisschen Gameplay gezeigt, sah auf jeden Fall alles sehr hübsch aus. Und am Ende steht da, hier übrigens, im Juni gibt es weitere Informationen. Wir haben aber schon heute weitere Informationen, denn es ist weiterhin geplant, dass das Spiel in Episoden erscheint und ein Release lässt immer noch auf sich warten. Capcom hat ja vor einiger Zeit eine Erweiterung zu Monster Hunter World angekündigt, namens Iceborne, erscheint am 6. September und das wissen wir dank eines neu erschienenen Trailers, der zeigt eine ganze Menge Gameplay, unter anderem halt das neue Gebiet, das vor allen Dingen vorrangig schneebedeckt ist, neue Monster und einen legendären Elder-Drachen. Und das sieht alles ganz cool aus. Wie gesagt, Release am 6. September für die Konsolen und der PC muss mal wieder ein bisschen länger warten. Zu guter Letzt noch eine News, beziehungsweise auch gleichzeitig eine Empfehlung. Und zwar ist eine Dokumentation erschienen, nennt sich Raising Kratos. Und ein zweistündiger Dokumentationsfilm über die Entwicklungsgeschichte vom aktuellen God of War mit sehr vielen Blicken hinter die Kulisse. Das ist sehr, sehr spannend tatsächlich, weil es dann auch die Höhen und Tiefen des Entwicklungsprozesses von Sony Santa Monica zeigt, wie sie halt God of War entwickelt haben mit, und das habe ich gerade mir angeschaut, ein ja, Blick hinter die Kulissen, auch was die E3-Enthüllungsgeschichte betrifft, ne? Als das Spiel zum ersten Mal gezeigt wurde und was das alles für eine Anspannung war beim Entwicklerteam. Kann man sich auf jeden Fall angucken, gibt es auf YouTube, ist natürlich kostenlos, sollte man sich anschauen. Das war's dann auch schon wieder mit den Games Welt News für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.